fantastic. Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Boom Beach. Ich bin's wieder, Matthias, und heute wollen wir mal schauen, was in der OP so abging, nachdem wir in den letzten Folgen ja ein bisschen ein paar andere Sachen uns angeguckt haben. Sei es das Update und sei es weiß nicht alles was. Machen wir heute mal ein bisschen OP-Kunde. Wir haben schon 89 Ereignisse, das sind aber noch ein paar alte bei. Und wir haben jetzt uns was überlegt, und zwar kann man ja jetzt seit dem Update sich die Sachen angucken, die alten OPs, und wir werden jetzt ein paar Mal Pulverfass starten, auch wenn wir es nicht geschafft haben. Aber wir wollen das ein paar Mal starten, um zu vergleichen oder um vergleichen zu können, ob wir besser werden, ob wir schlechter werden und damit wir sehen, wer dich angreift. Hier sehen wir jetzt ja alle Leute quasi und wir haben uns schon notiert, wer in der OP nicht angegriffen hat. Und wir werden gucken, wer jetzt wieder nicht angreift. Und dann machen wir das so, wer beim dritten Mal nicht angegriffen hat. Oder wer quasi, also jeder, der nicht angreift in der OP, kriegt ein X. Unentschuldigt natürlich, wenn jetzt einer im Urlaub ist und das vorher sagt, dann ist das natürlich kein Problem. Aber wer jetzt dreimal nicht angreift, der kriegt ein X. Und wer 3 X hat, der muss uns leider verlassen, weil wenn er nicht an der OP teilnimmt, dann braucht er auch keine Taskforce. Und die Taskforce braucht auch niemanden, der nicht an der OP teilnimmt. So, und deswegen werden wir das dann so machen, dass wir die Leute quasi dann entfernen und neu besetzen die Plätze mit jemandem, der vielleicht besser oder der jemand, der vielleicht Interesse dran hat anzugreifen. Jetzt habe ich hier irgendwie immer noch 31 Meldungen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich kann selbst auch noch angreifen. Ich muss allerdings nochmal schauen, wo. Das hier ist doch. Das sieht aus, als wäre hier bald Ende. Ich habe aber jetzt wieder nur Schützen und Heiler. Eigentlich muss ich das später machen. Warte mal, wie sieht das denn aus? Finden die Raketenwerfer stehen noch ein bisschen scheiße, ne? Flatten der Kern noch? 20.000, oh ey. Die Raketenwerfer, der geht auch bis, ne, der geht nicht bis dahin. Aber wenn ich die betäube... Warte mal, bis wohin gehen denn die Radien von den Dingern, ey? Das heißt, hier so ab hier, ob was jetzt relativ mittig ist, da ab da müsste ich betäuben. Ich werde die Leute dann erstmal hierhin versammeln. Ja, ich probiere es einfach, komm, ist egal. Ist ja egal, Angriff. Ja. Ich hoffe, ich kann ein bisschen Schaden produzieren, auch wenn es mit den Raketenwerfern natürlich ein bisschen ungünstig ist, aber... Muss jetzt einfach mal probieren. Ich will jetzt einfach mal einen Kern zerstören. Ich sollte das jetzt mit Kriegern machen. Aber, habe ich jetzt nicht und das dauert jetzt auch zu lange. Und ich werde mir jetzt alles aufsparen hier für betäuben. Nein, nein, nein! Weiter dahin! Zurück! Oh! Da muss man direkt aufpassen. Aber jetzt kriegen sie schon wieder auf den Arsch, die ersten. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt hoffe ich, dass das Ding hält, bis die alle mal da. Ah, der heilt die noch, das ist schon mal gut. Und jetzt sollen sie hier hinlaufen und dann. Und dann auf den Kern und ab jetzt wird betäubt hier. Ab jetzt muss betäubt werden. Ja! Ich hab's geschafft. Es war zwar nicht mehr viel zu tun, aber ich habe es geschafft. Ich habe es erstmal wirklich selber eine OP gewonnen, beziehungsweise eine Mission in der OP zerstört. Ah, da wir das jetzt so schnell gehen, gucken wir uns das nochmal ganz kurz an in Zeitlupe. Sozusagen in Zeitlupe. Mobile Fanboy hat Schwarzer Fluss zerstört. Guckt es euch an. Gefecht ansehen. So. Also, wir kamen. Bis wir da oben sind, mache ich jetzt mal eben vierfach. Hier werden sie mir fast ausgebüxt. Gut, dass ich die Heiler dabei hatte. Die haben die dann nochmal gerettet. So, und jetzt sind wir hier quasi dahin gelaufen und dann auf den Kern. Haben hier betäubt. Patz. Und dann konnten die Jungs schon da in Ruhe schießen. Okay, die Bunkerkanone macht natürlich nichts. Die nehmen zwar pro Schuss einen Schützen weg, aber das ist egal. Der Raketenwerfer war nochmal betäubt. Und dann haben wir es gepackt. Das war das erste Mal, dass ich in der OP nicht sämtliche Truppen verloren habe.
Ja, guck mal da, da freue ich mich doch. Dann habe ich endlich auch mal was geschafft in der OP. Mit Schützen vor allem. So, mal gucken, ob jetzt mich hier einer lobt. Nein, ist natürlich keiner da. Na, egal. Auch mal ein bisschen Lob abhaschen hier. Aber ich muss sagen, Neo macht das echt gut. Der hat mir hier die ganze Liste. Der hatte auch die Idee, dass wir die jetzt ein paar Mal machen, die OP, und zu gucken, wer nicht angreift. Und dann mal wirklich die Aktiven rauszufiltern, die Inaktiven rauszufiltern. Ist ja nur gut für alle anderen, die gerne mal reinkommen wollen. Das ist ja dann definitiv nicht verkehrt. Und wir gucken uns jetzt mal an, wer hat denn das andere zerstört? Wer hat denn das andere zerstört, während es gerade an der Haustür klingelt? Das ist aber nur die Post und da hier mehrere Leute. Also ein Mehrfamilienhaus ist, muss ich nie aufmachen, weil irgendwer anders das bestimmt schon macht. Werd ich jetzt das mal angucken. Er hat mit Panzern allein Level 3 Panzer angegriffen. Hauptsache, die Minen sind noch alle da. Ja, okay, das war auch geschenkt. Komm. Panzer beschleunigen natürlich wieder ein bisschen. Warum läuft er denn dahin? Warum fährt er nicht einfach nach hier links? Na, egal. Da wäre natürlich jetzt auch Heiler nicht schlecht, die ihm von hinten die Panzer so ein bisschen aufräumen. Aber okay, auch das hat er gepackt. Nochmal schnell Rauch aufs Hauptquartier geballert. Zur Markierung und auch das dann geschafft. Wunderschön. Wunderschön. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Ich muss mir mal eben Screenshot machen hiervon. Wie ich das gemacht habe. Warte mal. Ich mach mal eben vierfach. Nochmal ganz schnell. Nochmal ganz schneller Durchlauf mal eben. Ich brauche mal kurz einen Screenshot. Da, 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 da. Das passt. So. Dankeschön fürs nochmal angucken. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir nicht noch ein bisschen angreifen können. Wie es denn hier in unserer Karte überhaupt so aussieht. Was haben wir denn? Dorf verloren, Ressourcenbasis verloren. Wer ist denn so frech? Ressourcenbasis. Naja, wollen wir aber erstmal gucken. Nicht so die Schützenbasis, ne? Nicht so die Schützenbasis, aber wir müssen mal schauen, ob wir nicht. Ich habe irgendwo hatte ich ein Dorf, was nur aus Bogentürmen bestand. Aber da waren. Ach nee, da waren auch Raketenwerfer. Okay, hat sich schon erledigt. Das hier war das nämlich, aber das kriege ich jetzt hiermit dann auch nicht. Oder wie weit geht der Radius? Ja, die überschneiden sich hier. Das heißt, ich müsste die sofort angreifen. Aber das lohnt sich auch nicht. Was haben wir denn sonst noch so? Level 37, eine Gekner. Mit etwas Loot, aber auch nicht so viel. Aber Mörser hier vorne, den könnten wir uns mal vornehmen. Komm, den nehmen wir uns mal vor. Ach, ich bin noch nicht fertig mit Ausbilden. Ich bin noch gar nicht fertig mit Ausbilden. Das ist natürlich wieder super. Aber wir haben ja noch ein paar Schems übrig. Dann hauen wir den Kollegen mal eben hier von der Karte. Damit wir Platz für neue schaffen. Die müssen ja eh irgendwann weg, von daher. Alle Mann dahin. Hier hinten. Angesiedelt. Durch die Mine können wir jetzt hoffentlich durchlaufen. Weil ich hoffe oder vermute, dass die Heiler die Jungs jetzt dann auf. Ach, die rennen jetzt erst selber ganz selten her, okay. Aber die erhalten die auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Er rennt jetzt auch selber nicht mehr durch die Mine. So. Machen wir als erstes mal hier. El Raketos-Werferos weg. Da natürlich den Mörser und den Mörser. Mal gucken wir uns das mal an. So. Jetzt haben wir eigentlich schon mehr oder weniger fast alles weg, was uns irgendwie auf die Eier gehen könnte. Ich gehe aber trotzdem nochmal nach hier hinten. Um wirklich hier die Punkte auch mitzunehmen. Während die Heiler natürlich jetzt unsere Leute heilen. Das heißt, ich kann mir die Halbpakete sparen. Das ist schon mal ganz gut. Setzen wir jetzt einfach mal hier ein Bombardement hin. In der Hoffnung, vielleicht die Bummkanone wegzunehmen. Nein, die ist noch da. Aber dann hauen wir die halt jetzt weg. Oder jetzt machen wir hier nochmal ein Bombardement hin. Ist auch egal. Den Rest hier betäuben wir jetzt einmal. Ah, okay, der ging jetzt schon in die Box. Der saß da schon unberechtigt, aber egal. So, jetzt hätte ich das Maschinengewehr noch mitnehmen können. Und die Schützen, die teilen sich natürlich auch wieder auf, als wären sie weiß nicht was. Nochmal hier zusammenziehen, die Jungs, dass sie auch wirklich jetzt alle aufs Hauptquartier schießen. Und dann müsste das doch jetzt gleich gepackt haben. Ja, da ist es schon passiert. Noch ein Stückchen Kaffee.
So. Dorf ist befreit. Ja, guck. 19 Schützen und 2 Heiler haben wir verloren. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal neu machen. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine kleine Folgenpause. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne, halt, wir machen noch ein Upgrade. Und zwar, da uns die ganze Zeit ständig irgendwelche verkackten, obwohl ich könnte auch das mit gegen Schützen oder die Boomkanone gegen Panzer. Komm, wir machen die Boomkanone. Oder ein Landungsboot. Aber warte mal, ich muss erstmal gucken, wie viel Platz verbrauchen eigentlich die Schützen. Ah, das machen wir alles nächste Folge. Ich upgrade jetzt die Boomkanone. Fertig. Nee, ich gucke nochmal nach. Danke fürs Zugucken. Gebt noch einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.